Next Gen. I'm Larry Herb, Xbox Live's Major Nelson. Hello, Team Next Gen. Thank you for supporting Xbox. Herzlich willkommen, liebe Freunde von Team Next Gen. Wir sind hier live auf der Gamescom und zwar bei der Xbox Party. Und ich habe hier neben mir einen guten Kumpel und zwar den NXG Hardliner. Und den werde ich jetzt mal ganz kurz interviewen, wie er überhaupt die Messe bis jetzt findet. Ja, hallo liebe Freunde, danke, dass ich hier sein darf. Es freut mich echt total. Also bisher muss ich sagen, ist die Messe echt sehr, sehr gut verlaufen. Es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Ist sehr groß geworden. Ich muss sagen, am Pressetag, wo wir da waren, war es noch nicht allzu sehr krass, sage ich mal. Aber es hat sich heute alles geändert. Viele Gewinnspiele, viele Giveaways, es ist arschvoll. Von daher war das schon ganz gut, dass wir gestern da waren. Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Und nochmal eine kurze Frage allgemein. Du hast dir ja sicherlich ein paar Games angezockt. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Ja, also ich bin sehr begnadeter FIFA-Spieler. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch Spiele wie Halo, wo ich mich sehr drauf freue, auf die Master Chief Edition. Hat mich bisher richtig gut überzeugt. Grafisch echt total super. Die anderen Spiele werden wir jetzt gleich anzocken, weil ja alle anderen schon zu Hause sind und wir hier sitzen. Von daher lasse ich mich da überraschen. Ja, okay, ich habe noch mal ganz kurz eine Frage dazu. Und zwar, du hast es gerade schon angesprochen, die Halo Master Chief Collection. Du bist ja auch im Team von, also im Halo-Team tätig. Und wollte ich mich fragen, wie sieht es denn aus mit der Zukunft da bei NXG mit der Master Chief Edition? Kann man da auf dich zählen? Also ich denke eigentlich auf alle Fälle. Also wie gesagt, das Game bereitet mir sehr viel Freude und es hat auch in der Vergangenheit gezeigt, dass auf jeden Fall das Zeug hat, dass man es länger spielt. Leider haben uns da die letzten Teile, sag ich mal, einen Strich durch die Rechnung gemacht, deswegen ich dann damit auch aufgehört habe. Aber ich glaube, wir blicken dann eine sehr rosige Zukunft. Sich, wie gesagt, ich kann, er spricht mir quasi aus dem Mund. Und viele Leute von euch sind natürlich auch interessiert an Call of Duty Advanced Warfare da drüben. Und ich habe es leider noch nicht angespielt, vielleicht kann ich es ja noch nachholen. Aber du hast es ja gespielt und was sagst du? Ja, also ich muss sagen, am Anfang habe ich sehr doll daran gezweifelt, ob ich mir es kaufen werde. Jetzt sieht es alles ein bisschen anders aus. Also ich konnte es spielen, muss sagen, dass es immer noch Call of Duty ist, aber mit ein paar anderen Sachen, die ich nicht erwartet hätte, beziehungsweise wo man sich erstmal dran gewöhnen muss. Zum Beispiel dieses Doppeljumpen, also dass man sehr hoch und zweimal halt springen kann, auch so weit nach vorne, erinnert so ein bisschen an Crysis. Ist alles sehr futuristisch gehalten, aber hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, hier in der kleinen Station da zu spielen. Ja, das klingt ja sehr gut. Ich denke, wir sind alle noch gespannt, was die nächsten Tage bringen. Damit bedanke ich mich auch schon. Schöne Grüße von Team NextGen und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ich habe einen weiteren Gast zum Interview und zwar den NXG Rusk. Kommen wir mal kurz rüber. Ja, muss nicht lachen, nein. Also, erstmal, wie bist du überhaupt hierher gekommen? Also ich bin mit Krache, NXG Krache, hierher gefahren. War auf jeden Fall eine lustige Fahrt, 4,5 Stunden. Bin dann im NXG-Haus angekommen, natürlich direkt angetroffen. Ihn nicht, dich auch nicht, sondern eher die anderen Leute. War auf jeden Fall ganz lustig, schon der erste Abend. Dann ging es natürlich weiter, seid ihr gekommen. Unser lieber Herr Kameramann lacht da schon. Aber auf jeden Fall, was ich krass finde, dass wir auf der Xbox-Party sind und hier eigentlich den ganzen Tag Major Nelson stand und wir jetzt hier stehen können und drehen. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil. Sonst noch irgendwelche Fragen? Ja, also dazu will ich mir gleich was sagen. Von der Qualität von Major Nelson, da sind, können unsere Videos ja auf jeden Fall mithalten, denke ich mal, hier unsere Interviews. Ja, genau sozusagen. Und kurze Frage, du bist ja auch begnadeter Call of Duty-Spieler, wie ich mitbekommen habe. Und Dennis hat ja schon ein paar Eindrücke dazu gesagt und kannst du das Ganze bestätigen oder wie siehst du die Situation von Call of Duty, also für die Zukunft? Ich sehe es im Endeffekt genauso wie Dennis, nur dass ich, ja wie soll man sagen, competitive nicht mehr so viel für die deutsche Szene sehe, aber ich denke, dass Next Gen schon noch was erreichen kann, gerade mit Dennis und so einem kleinen Kameramann gerade, der auch schon beim Call of Duty Team mitspielt und bei Halo gleichzeitig, was wir auf jeden Fall machen werden, Master Chief. Denke ich, dass die Qualität von Call of Duty nicht wirklich leidet, das mit dem Double Jump ist alles nur Umstellung und endlich mal was Neues, sage ich einfach, ja. Ja. Du hast ja gerade angesprochen, dass er auch im Call of Duty Team tätig ist, scheint ja ein sehr flexibler Spieler zu sein. Ich glaube, da muss NXG aufpassen, dass sie den überhaupt halten können, oder? Na, ich würde nicht sagen, also der Junge ist seit 2 Jahren treu hier, also der war treuer als zu jeder seiner Freundinnen, also für Next Gen, das ist auf jeden Fall schon mal feierlich. Und ja, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Aber er wird auf jeden Fall bei Next Gen bleiben, ja? Ja, das freut mich natürlich zu hören. Und ja, das war's dann auch erstmal. Wir melden uns nochmal wieder.